zusammen. Hallo. Wir sind kurz vorm Ende. Bis jetzt sind wir nur runtergelaufen. Heute geht es mal wieder hoch. Und zwar, wenn wir es schaffen sollten, gehen wir dahin. Und zwar sind das dann 1600 Höhenmeter Unterschied. So. Also wirklich gerader Unterschied. Mal gucken, wie oft wir hoch und runter latschen. Das kommt ja auch noch dazu. Und danach haben wir nur noch 2 Tage. Und wir haben es geschafft. Dann haben wir den gesamten Annapurna Circuit einmal abgelaufen. Ja. Ich hoffe, mein Bein hält heute durch. Ich habe gestern ein bisschen Probleme gehabt mit meinem rechten Oberschenkel, dass der komplett hart geworden ist und ich nicht mehr richtig laufen konnte. Aber was sind schon 1600 Höhenmeter? Ja, müssen wir ja schaffen. Der Pass war 1100 Höhenmeter Unterschied. Und das haben wir auch gepackt. Und da war ein bisschen höher. Also werden wir da wohl hinkriegen, oder? Die Sonne ist rausgekommen, wir haben noch ein bisschen Glück. Wir haben so 1000 Höhenmeter hoch schon gemacht und ein paar zerquetschte runter. Und der Trail besteht bis jetzt 80% aus Stufen. Und wir möchten euch nicht vorenthalten, wie der nächste Abschnitt mal wieder aussieht. Lasst mich kurz sagen, Stufen. Hallo zusammen. Wie ihr seht, sind wir im Gropani angekommen. Wir sind fertig. Also ich muss sagen, persönlich für mich war das die härteste Etappe von allen. Weil man macht zwar 15 Kilometer nur, aber von 15 Kilometern und wie viele Höhenmeter? 1865 auf und 370 runter. Und von diesen 1865 Höhenmetern und diesen 50 Kilometern sind 80% Stufen. Annapurna Steps. Wir haben es schon mehr als einmal gesagt. Auf jeden Fall haben wir es jetzt geschafft. Ich fand es ehrlich gesagt nicht so schlimm wie den Pass. Es ist zwar anstrengender für die Beine, aber ich konnte atmen und ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, wir waren einige sportlicher. Wir haben nämlich nur 6 Stunden 17 gebraucht und angesagt waren 7 bis 8 Stunden. Also würde ich sagen, war das schon mal echt gut. Jetzt suchen wir uns ein Hotel. Ja, also ich fand es schwieriger als den Pass. Man konnte zwar besser atmen, aber für die Beine fand ich es auf jeden Fall schwieriger. Was? Bis gleich. So, hallo zusammen. Hallo! Wir haben ja gerade das Video gemacht mit dem Ortseingangsschild. Das war etwas Beschiss. Das war riesengroßer Beschiss, das weil sie waren gar nicht da. Das ist nämlich unten im Wald. Und danach geht es nochmal x Höhenmeter und x Stufen bis nach oben. Wir sind endlich in einem Hotel und wir haben gerade die Dusche abgecheckt. Die ist heiß. Die ist heiß. Die ist so heiß. Es ist die erste Dusche nach Mandang. Das heißt, die eine erste heiße Dusche nach, ich glaube, 7 Tagen. Wir stinken hier wie Iltisse. Also vor 7 Tagen das letzte Mal heiß geduscht, dazwischen nur mal kurz unter einer kalten. Genau, also morgen früh geht's ganz früh los, nur im Dunkeln mit Kopflampe. Da gibt es nochmal ungefähr 1 Stunde Aufstieg. Und dann werden wir uns oben hinsetzen und hoffen dann, den schönen Sonnenaufgang mitzunehmen. Je nachdem, wie die Wolken sind, wir schauen mal. Wir hoffen. Und jetzt gibt es... Dusche. Eine Dusche. Ihr könnt froh sein, dass es noch kein Bildton... Kein Geruchsvideo gibt. Weil glaubt mir, bei dem Geruchsvideo wird euer Bildschirm kaputt gehen. Thank you.
Der Sonnenaufgang ist aufgenommen. Wir hoffen, dass er schön aussieht auf den Bildern. Ja, total. Es war auch wirklich schön und die Farben. Wir sind eigentlich ganz froh, dass wir keinen richtig blauen Himmel hatten, sondern eigentlich ein paar Wolken, weil ich glaube, das hat das Spektakel nochmal richtig besonders gemacht. Ja. Aber habt ihr selbst gesehen. Ansonsten haben wir jetzt noch einen kleinen Ausblick für euch. Könnte schlimmer sein. Jetzt geht's nochmal runter. Ach so, nur Stufen apropos. Ja, natürlich nur Stufen. Frühstücken, Sachen packen und dann, je nachdem, wie wir schaffen. Falls wir schaffen sollten, wären es eventuell 2000 Höhenmeter Abstieg. Wir schauen mal. Bis später. Thank you. Auch da wieder, Sebastian, das ist dein Part. Thank you. Danke fürs Stufenlaufen. Wahrscheinlich. So, wir sind auf dem Weg nach Mayapul. Haben heute viel vor, aber sind nicht alleine. Wir haben einen neuen Begleiter. Da vorne sieht man ihn laufen. Ich hoffe, er wartet gleich mal auf uns. Er läuft nämlich seit der Stadt bestimmt schon eine halbe Stunde an unserer Seite. Wir haben schon 8 Kilometer gemacht und sind, glaube ich, auch in Oleri angekommen. Das könnte gut passen, oder Sebastian? Probieren wir mal, was steht. Steht nichts. Sieht aber so danach aus. Das heißt, wir haben nur noch 11 Kilometer und dann sind wir in Nayapul. Und das bedeutet, wir haben es geschafft. Wir gucken einmal rüber zu Sebastian. Wir haben es dann geschafft. Aber gut, bis dahin müssen wir noch ungefähr 1000 Höhenmeter machen und auch ungefähr 10.000 Stufen gehen. Wie den ganzen Track die letzten 3 Tage eigentlich schon. Wir nehmen euch mal mit. Sebastian? Nein. Wie findest du die Route heute? Scheiße! Warum? Guck hin und sag uns, warum du die so doof findest, bitte. Nein. Okay, wisst ihr was? Ich drehe jetzt die Kamera auf mich. Ich sag euch jetzt, warum Sebastian die so doof findet. Sebastian hasst Stufen und wir sind jetzt ungelogen seit 1,5 Stunden nur Stufen bergab gegangen. Aber weißt du, was noch viel schlimmer wäre, Sebastian? Stufen bergauf. Nee, finde ich nicht. Ich finde bergauf finde ich viel entspannter als dieses scheiß Berg. Ich kann das verstehen. Von daher, ja, auf jeden Fall unglaublich viele Stufen. Super viele Stufen. Und ich glaube, wie viele Stufen war das Annapurna Circuit? Der Annapurna Circuit Track. Alle. Aber wir geben später mal Rückmeldung. Wir haben es geschafft. Wir sind nochmal, falls man das aus dem Jeep nicht verstanden hat. Wir haben es geschafft. Wir haben circa, wir rechnen das nochmal aus, 245 Kilometer gemacht zu Fuß in 16 Tagen. Wir haben 16 Tage gebraucht. Ja,
Wir sind jetzt endlich nach einiger Zeit Autofahrt in Pokhara angekommen. Wir haben ein Hotel, was wir so nicht kannten die letzten Tage. Wir haben einen Föhn! Wir haben auch wahrscheinlich eine heiße Dusche und wir haben ein etwas größeres Zimmer und es ist nicht kalt. Eine Heizung! Also, alles Sachen, die uns komplett fremd sind seit über zwei Wochen. Und wir zeigen euch mal das Zimmer. Also weißt du, wir machen jetzt... Kann man das sehen? Bei mir kann man das glaube ich am besten am sehen. Am Rücken, ne? Glaube ich, hier, ja. Also wir werden jetzt versuchen, uns erstmal den dreckigen Klamotten zu erledigen, dann duschen, dann die restlichen drei Klamotten raussuchen, die noch halbwegs sauber sind und den Rest erstmal in die Wäsche geben und dann morgen... Ich dachte, essen! Weil alles das, was wir nämlich abgenommen haben, und das dürfte so um die 5-6 Kilo pro Person sein, das muss man da auch wieder anfuttern. Ich muss leider sagen, ich bin jetzt gerade in Nepal und ich esse die beste Pizza, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Ich kann es kaum glauben, aber es ist tatsächlich so. Was hast denn du da? Scharfe Salami, Hähnchenbruststreifen, also Smoked Hähnchenbruststreifen und Jalapenos. Das ist mega.